Willkommen zum heutigen Video. Ich bin Daniel von der Dork University. Ich möchte euch heute einmal zeigen, wie man einen Klicker richtig einarbeitet. Das ist ein Fehler, den ich immer wieder sehe, dass Leute anfangen zu klickern. Das heißt, der Hund setzt sich hin, dann wird irgendetwas geklickt und der Hund kriegt irgendwie ein Leckerchen. Und keiner weiß so wirklich, ja, wie mache ich das denn genau mit dem Klicker? Deshalb zeige ich euch in diesem Video mal den Unterschied zwischen der klassischen Konditionierung und der operanten Konditionierung. Also, das bedeutet nichts anderes als, wie arbeite ich einen Klicker ein und wie verwende ich ihn nachher mit dem Hund? Das sind nämlich zwei verschiedene Schritte. Und das zeige ich euch jetzt. Mir ist es wichtig, da mal drauf einzugehen, weil in dem Bereich Klicker sehr, sehr viele Fehler gemacht werden. Ich höre oft von Leuten, die mir erzählen, wir fangen an zu klickern, wir machen das einfach, der Hund setzt sich hin, dann klicke ich, damit belohne ich den etc. Das ist nicht ganz richtig und da möchte ich jetzt mal ein bisschen drauf eingehen. Also was ist der Klicker überhaupt? Der Klicker ist ein sogenannter sekundärer Verstärker. Das bedeutet, er kündigt einen primären Verstärker an. Das ist in dem Fall Futter. Jetzt muss man ein bisschen unterscheiden, was ist das eigentlich? Es gibt zwei wichtige Dinge, die ihr da beachten solltet. Einmal, zunächst muss der Klicker richtig eingearbeitet werden. Das ist der erste Schritt. Und dann kann man den Klicker erst verwenden. Ihr solltet also nicht anfangen, euren Hund durch den Klicker zu belohnen, wenn der Klicker für den Hund noch gar keine Bedeutung hat. Das sind auch zwei völlig unterschiedliche Dinge. Also die Einarbeitung des Klickers ist eine sogenannte klassische Konditionierung. Geht zurück auf den Ivan Pavlov, der hat damals an seinen Hunden geforscht, am Verdauungsapparat. Einige von euch kennen das vielleicht. Da hat er so eine Glocke gehabt und immer wenn er die Tür aufgemacht hat, läutete die Glocke. Die Hunde haben Futter bekommen und im Anschluss daran, nachdem das ein paar Mal wiederholt worden ist, haben die Hunde nur auf die Glocke mit Speichelfluss reagiert. Also was da passiert ist, ist, dass eine Konditionierung, eine klassische Konditionierung eingetreten ist. Bei der klassischen Konditionierung ist es so, dass am Reflex des Hundes gearbeitet wird. Das heißt, der Hund kann das Ganze willentlich nicht beeinflussen. Wenn ich den Hund, wie der Pavlov das damals gemacht hat, mit einer Glocke konditioniere, dann kommt der Speichelfluss und der Hund hat da keine Kontrolle mehr drüber. Nichts anderes ist es mit dem Klicker. Also was wir machen werden, ist die Nora jetzt gleich mal anklickern. Also sie kennt das nicht. Bedeutet also, wir werden klicken und dann bekommt sie sofort nach dem Klick ein Leckerchen. Wichtig dabei ist, dass das Leckerchen sofort kommt, also maximal eine Sekunde nach dem Klick bei ihr im Mund ist. Besser wäre noch eine halbe Sekunde, das ist für uns Menschen schon relativ schwer, weil so schnell können wir gar nicht sein. Und erst im zweiten Schritt, wenn wir das oft genug wiederholt haben, hat der Klicker überhaupt eine Bedeutung für die Nora. Das heißt, wenn ich dann klicke, dann bekommt die Nora ein gutes Gefühl, ne? Es wird auch Speichelfluss ausgelöst. Und erst wenn das passiert ist, im zweiten Schritt, kann ich dann mit dem Hund, mit dem Klicker trainieren. Dann kann ich den Klicker als sogenanntes Markersignal verwenden. Bedeutet, dann kann ich die Nora dafür belohnen, dass sie sitzt, dass sie mir eine Pfote gibt oder irgendetwas macht. Und dann kann man mit dem Klicker sehr, sehr schön arbeiten. Wenn ihr das nicht macht, also wenn ihr einfach anfangt rumzuklicken, dann hat der Klicker für die Nora noch keine Bedeutung oder auch für euren Hund noch keine Bedeutung und das ist dann kontraproduktiv. Und dann ist es auch später wirklich schwierig, das nochmal zu korrigieren. Da müsst ihr nochmal neu eingearbeitet werden. Also nehmt euch die Zeit, das erstmal wirklich richtig zu machen mit dem Klicker. Ich zeige euch jetzt mal, wie das aussieht. Beide Varianten, also einmal die klassische Konditionierung, die Eingewöhnung an den Klicker und im Endeffekt dann nachher auch nochmal, wie man mit dem Klicker arbeiten kann. Wenn ihr euren Hund anklickt, also euren Hund auf den Klicker vorbereitet, dann empfehle ich euch, das auch in einem ruhigen Umfeld zu machen. Also macht das ruhig zu Hause, irgendwo auf dem Teppich, so wie hier oder bei euch im Wohnzimmer, wo wenig Ablenkung ist. Es ist schwierig, wenn ich damit anfange, draußen, wo andere Hunde sind, wo der Hund abgelenkt ist. Also die Voraussetzung ist immer, dass der Hund bei einem ist und dass ich auch die Aufmerksamkeit des Hundes habe. Wenn ich die nicht habe, wird das mit dem Einarbeiten des Klickers schwierig.
Für die Einarbeitung des Klickers nehmt ihr einen Klicker in die linke oder rechte Hand und ein Leckerchen in die linke Hand. Das sollte vorher schon in eurer Hand sein. Wenn ihr den Klicker benutzt und dann in die Tüte greift und dem Hund dann das Leckerchen gebt, kann die Zeit nicht richtig eingehalten werden. Das heißt, das wird länger dauern als eine Sekunde. Bedeutet also, da läuft eine Fehlkonditionierung. Dann ist es häufig so, dass der Hund darauf konditioniert ist, dass ich in die Leckerchentüte greife. Bedeutet, der Hund lernt, ich greife in die Leckerchentüte. Das löst beim Hund ein gutes Gefühl aus. Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass der Klick ein gutes Gefühl auslöst. Und deshalb empfehle ich euch, wirklich ein Leckerchen in die Hand zu nehmen. Auch das Ganze dem Hund nicht durch die Körpersprache zu verraten. Am besten beide Arme hinter den Rücken. Dann klicken, im Kopf einmal kurz bis 1 zählen und dann dem Hund sofort das Leckerchen geben. Hilfreich ist, wenn sie vor euch sitzt, oder beziehungsweise wenn die Nora jetzt vor mir sitzt. Nora, motivier sie mal, jetzt sitzt sie. So, jetzt bekommt sie sofort das Leckerchen. Man sieht jetzt schon, sie guckt so ein bisschen auf meine rechte Hand, auf die Leckerchentüte. Wechsel jetzt mal. Wenn ihr sowas habt, dann wechselt. Also packt auch das Leckerchen mal in die linke Hand. Wartet, bis ihr die Aufmerksamkeit vom Hund habt. Jetzt hat sie sich da gerade verschluckt. Nora! Jetzt kann ich nochmal wechseln. Klicker geht wieder in die linke Hand. Und es kommt nochmal ein Wechsel. Legt sie sich hin, ist aber auch nicht schlimm. Ich warte jetzt mal einen Moment. Wichtig dabei ist auch, dass ihr auf eure Körpersprache achtet. Also wenn ihr klickt und im gleichen Moment schon eure Schulter bewegt, auch das kann schon zu Problemen führen. Der Hund lernt, dass die Schulterbewegung das Leckerchen ankündigt und nicht der Klick. Also deshalb ist es wirklich so wichtig, gerade zu stehen, beide Hände am besten hinter den Rücken zu nehmen, zu klicken und dann erst mit der Bewegung anzufangen. Und da muss ich natürlich schnell sein, sonst schaffe ich das nicht in der einen Sekunde. Wenn ihr das so macht, hat der Hund das relativ schnell gelernt. In der Regel sagt man, nach 7 bis 10 Klicks hat der Hund das Ganze verstanden. Ich würde es trotzdem ein bisschen länger machen, vielleicht 1-2 Tage mal morgens 10 Wiederholungen, abends 10 Wiederholungen. Das sollte dann auf jeden Fall sicher reichen. Wie könnt ihr überprüfen, ob der Hund das jetzt verstanden hat mit dem Klicker? Das macht ihr, indem der Hund irgendwann einfach mal ein Stück von euch weg ist, vielleicht im anderen Raum, und ihr klickt. Wenn der Hund dann kommt, euch anguckt, kriegt er natürlich ein Leckerchen. Und dann wisst ihr, dass der Hund auf den Klicker reagiert, dass er es verstanden hat und dass der Klicker wirklich gut richtig eingearbeitet ist. Bitte macht nicht den Fehler, dass ihr den Klicker dann dazu benutzt, den Hund zurückzurufen. Ja, also der Klicker ist ein Markersignal, das ist ein sekundärer Verstärker. Das hat nichts mit Rückruf zu tun. Auch wenn der Hund dann ankommt, macht also nicht diesen Fehler, dass ihr dann klickt, wenn der Hund kommen soll. Mit dem Klicker machen wir ganz andere Sachen. Das seht ihr dann teilweise in den anderen Videos, wo mit Klicker gearbeitet wird. Und an der Stelle wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit der Arbeit bzw. mit der Einarbeitung des Klickers. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben. Und wenn ihr Lust habt, uns noch weiter zu begleiten, zu gucken, was wir so die nächsten Wochen noch alles zusammen hier trainieren, was ich mit der Nora mache, dann abonniert gerne den Kanal. Und wenn sich irgendwelche Fragen ergeben, einfach in die Kommentare schreiben.